Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Eternal Sonata hier in den Wawa Magma Höhlen. Kann ich das nicht wahnsinnig cool sagen? Wawa. Kam ich von da gerade eben? Kam ich eben von unten? Nee, ich hätte glaube ich platt gemacht. Irgendwie so ein bisschen. Ich wollte den neuen Heilmove von Frederick testen. Frederick in den Wawa Höhlen. Krass, wie sie die auseinanderreißt. Oh, er heilt! Er heilt Werte, die was nützen. Ich bin so begeistert. Ich bin stolz. Wahnsinn. Grandios. Ein Tag zur Freude. Polka hat keine Existenzberechtigung mehr in dieser Gruppe. Es sei denn, sie dann endlich auch mal was, was ein bisschen mehr heilt als ihre Orange Claw. Mein Gott, wie sie die Viecher auseinander nimmt. Oh, ich kann heilen. Ich heile einfach nur noch, auch wenn sie alle voll sind. Ich drücke den Y-Knopf, was wär's? Das Letzte, was ich tue. Weil ich hab das einfach so drauf. Bäm. Oh, Beach steht hier voll im Weg, aber es geht trotzdem noch. Ja gut, vielleicht lernt Polka ja auf 24 auch noch so einen guten Heilmove. Ich hoffe einfach mal jetzt. So. So, Leute, würde Sui sagen. Schauen wir mal, was Volkart reißt. Wahrscheinlich eher weniger irgendwas, aber ihr seht schon, ich rede offscreen, während ihr nicht guckt mit Shimokage. Also nicht so, als würde mich zuspammen mit Nachrichten. Ich schreibe auch immer wieder zurück, aber nur wenn ihr nicht dabei seid. Weil so geheim und hinterhältig bin ich, dass das tue. Oh, ich habe ihn in den Schatten geschlagen. Der Schattenkomet hat ihn also theoretisch in einen Fisch verwandelt. Das ist grandios, sowas sieht man nicht alle Tage. Es ist so bizarr. Irgendwas haben sie da unten. Keine Ahnung. Man sieht schon Polka gar nicht mehr vor lauter Gegnern. Total geil. Wie sie dazwischen steht und so voll keinen Plan hat und auch keinen Schaden macht, wahrscheinlich. So, jetzt haben wir so ein bisschen Fisch weg. Oh, er trifft beide. Er ist richtig pornös. Gut gerade. So, der ist das nächste dran. Also schauen wir mal, ob wir mit Polka den Tod kriegen. Sonst heilen wir einfach mal eine Runde. Ja, wir heilen mal kurz. Oh, voll verblockt. Das ist wie verbockt, aber Nummer hat halt verblockt. Im Grunde kommt es auch selber raus, aber. Ja, ja, ja. Ey, wow, er steckt auch auf. Er ist so im Bar. Oh, er hat Vorschlag. Hammer gemeistert. Ich glaube, wir kriegen auf 24 alle neuen Moves. Wahrscheinlich ist der bessere Wuchschmetterer. Nein! Vorschlaghammer. Durchbohrt den Gegner mit einem harten Hammer. Ja, ja. Beat hat einen harten Hammer. Mit seinen... Wie viele Jahren? Irgendwo kann ich es nachgucken. 8, da steht's. Alter, 8. Als ich 8 war, hatte ich auch einen großen Vorschlaghammer. Aber haben meine Eltern weggenommen, weil ich meine anderen Spielsachen kaputt gemacht habe. Bam, in your face. So, auch kein Schatten, da kann ich mal seinen großen Hammer auspacken. Das macht er nur im Dunkeln. Ah, er ist wie Toad. Ah, hey! Wow, cool, ich komm, ach, es war ein Hinterhalt, sehe ich gerade jetzt erst. Gut, stimmt, bei diesen komischen Drehdingern sieht man halt nicht, wo vorne und hinten ist. Das sieht ja alles gleich aus. Boah, instant haut er mich mit seinem Dingwirbel um und so. Einfach mal Vorschlag haben wir nur mal kurz, um es zu machen. Ah, okay, es ist theoretisch der andere Move, nur halt auf Dunkelheit. Dann mache ich aber den Rapid Shooter rein, den kann ich auch auf Distanz benutzen. So, wie viel? Oh, noch 2000, dann steigt Polka nochmal auf. Und auch Salsa war, glaube ich, kurz vorm Level Up. Ja, 700. Gut, dann kriegst du hier deinen. So. Auch wenn ich die zweiten Moves eigentlich wirklich fast nie benutze, eben weil dieses Draufbleiben so bescheuert gelöst ist. Was sie sich dabei gedacht haben. Aber anscheinend haben sie gemerkt, das ist eine scheiß Idee. Weil sie haben es ja dann bei der PS3-Version geändert. Daumen hoch dafür. Progressives Lernen. Dafür kann man schon mal einen Daumen hoch geben. Auch Entwickler haben es schwer.
Spieler wie ich nörgeln ihre Ware dauernd rum, permanent. Aber im Spiel, in dem kleine Mädchen mit Schirmen auf Drachen einschlagen, die im Schatten zu fischen werden, ist das schon fast entbehrlich, wenn da mal was schief geht. Wenn da so viel Arbeit in die Ideenfindung geht und auch so viel Geld in das Asset, das vielleicht ausgeben muss, um diesen Flash hervorzurufen, diese Idee zu kommen. Die Japaner sind schon ein verrücktes Volk, also keine Ahnung, ich das sehe. Oh, und wartet erst, bis ihr das Projekt seht, das ich für Mario geplant habe, wenn es erstmal rum ist. Oh, das hier normal dagegen. Dagegen wirkt dieses Spiel farblos, ja. Ey, es lernt einen neuen Heilangriff, Bitch. Ein Heilangriff. Nicht mal das lernt sie. Was kann sie denn überhaupt? Todesumlauf. Todesumlaufbahn. Okay. Die Todesumlaufbahn. Gott sei Dank, ein besserer Schattenangriff. Okay, wunderbar. Oh. Ah, da ist das X. Meine Freundin weiß alles. Sie sagt, da ist das X. Und jetzt kommen anscheinend Piraten. Und warum habe ich das getan jetzt? Ich hätte vorher speichern sollen. Och nö. Jetzt kommt wieder diese blöde Tuss, die haut mich vielleicht komplett kaputt. Danke für die Kurzschlussreaktion. Super Sache. Welches drauf gibst du schuld? Ja, ha, ha, ha. Oh, und ich habe Polka drin. Na toll, auch das noch. Oh nee. Oh ja, das macht Schaden. Gott sei Dank. Oh, ich habe Angst. Nein, tu es nicht. What the fuck you? Oh, und es ist fast kein Licht. Ich mache schon mal. Oh nein, ich habe keinen Klee mehr, glaube ich, dabei. Nein, hau nicht sie, hau den Typen daneben. Oh, du bist doch so ein dummes Stück. Oh, ich habe einen einzigen Kreuzklee. Einen einzigen. Ich glaube, es geht erstmal kurz Salsa drauf. Ja. Toll. Es ist super, dass diesen optionalen Bosskampf mache. Ich weiß, dass ich ihn nicht mehr mache. Sag mal, das war super der Tipp von dir. Danke, dass ich das Ganze nochmal spielen darf. Okay, ich habe gesagt, ich mache die optionalen Bossfights nicht. Und dabei bleibe ich jetzt auch. Und auf Hinweise von dir höre ich jetzt auf keinen Fall mehr. Oh Mann. Ich will nicht wissen, wie weit hinten jetzt dieser Speicherpunkt war. Oh ja, grandios. Ich glaube, ich bin da runtergesprungen. Ich weiß es nicht mehr. Oh nein, das ist hier oben noch. Wo die sich die Wege teilen. Ja, ich wusste nicht mehr, dass es so schwer war. So ein Schuss, der mal 5000 abzieht und nicht geblockt werden kann, ist bestimmt keine starke Waffe irgendwie gegen Charaktere, die 7000 Lebenspunkte haben. Na, da ging es nicht lang. Diese Wiederholung von Ereignissen wird ich gesponsert von meiner Freundin. Ich werde es auch nicht schneiden, bis ich wieder da bleibe, wo ich gerade eben war. Wenn es euch stört, dann lasst euch in den Kommentaren bitte aus. Ich bin nicht schuld. Ich habe mich schon gewundert. Sie meint so, ja, die geben so viel Erfahrung, dass man zwei Stufen aufsteigt. Ist kein Wunder, wenn die komplett broken sind und mich mit einem Schlag töten. Das ist auch einfach der pure Hass von ihr, weil sie wahrscheinlich unbedingt an diesem Fernseher Rockband spielen möchte und nicht in Belege, um zu Let's Playen.
Oh, wie kann ich auf die Palme brimmen? Hey, genau, töte dich doch einfach mal instant, indem du gegen die Piraten kämpfst. Voll cool. Die waren nicht so schwer. Das liegt daran, wenn du gegen jeden behinderten Gegner kämpfst, der auf dieser Map rumläuft, vielleicht schon Level 50 warst, dass du hier warst. So. Mein Gott, Pokémon, das ist mal für 17.000 Erfahrungspunkte, bis ihr aufsteigt. Das klingt zu viel. Oh, ich glaube, es läuft ganz arg schief gerade. Ah ja, ich bin hier um die Ecke gelaufen. Oh, wir sind schon bei 11 Minuten, aber gut. Oh, schon wieder meine Lieblingssache. Man bleibt stehen und macht nichts. Ich mache es aber ein bisschen länger hier, weil dieses Zurücklaufen wird sozusagen wie das kompensiert durch das, dass ich ein bisschen länger aufnehme. Diese Folge hier halt und so. Ja super, wie ich gerade jeden Block versaue. Es ist auch nicht so schwer zu blocken und zu reden gleichzeitig, ne? Warum sind die Piraten überhaupt hier in dieser Höhle? Ich meine, haben die nichts Besseres zu tun? Sind jetzt wie Team Rocket sozusagen, so die tauchen immer wieder auf und klopfen blöde Sprüche. Und wollen Beat klauen. Ja, ich finde das Beat noch am ähnlichen, Pikachu am ähnlichsten sieht. Hat eine nervige Stimme, ist klein und gelb, passt doch einigermaßen. So, ich klopfe jetzt jeden von diesen Viechern, damit möglichst schnell wieder Salsa auf 25 kommt und einen neuen Angriff lernt. Booms. Oh mein Gott. Frederick hat noch nicht mal seinen neuen Angriff. Seinen Heildings, seinen besseren. Doof, voll doof. Und ja, fliegt den Kreis. Er ist schon leicht geknickt. Ist Frederick noch 23? Dachte er schon auf? Ja, Tatsache. Und tot. Wie nicht tot? Was soll das denn? Ich verarsche nur was. Die leben ja alle noch. Wie scheiße sind die denn? Das macht ihr mal weg hier. Na oh, toll. Keiner von denen ist tot. Oder? Ist er gerade eben gestorben? Okay, er stirbt. Er stirbt mal random. Weg. Weil einfach so ein Typ neben sich heilt. Und da dachte ich so, oh nein. Ich habe keine Chance. Ich bin weg. Tot und so. Ist ja da. Oh mein Gott, Frederick steckt immer noch nicht auf. Was ist denn das jetzt hier? Oh, das war echt ein weiter Weg. Scheiße. Wahrscheinlich ist in der Sackgasse gar nichts. Das ist wahrscheinlich so eine Kiste oder nur dieses Kreuz. Und ich laufe da gerade diesen Weg vollkommen umsonst. Aber ich glaube, nach dem Kampf steigt wenigstens Frederick wieder auf. Was schon mal seinen besseren Heilmove freischaltet. Wüt. Und ist noch den Drachen verklopfen. Oh, die Zeit rast. Ich muss den Kampf fertig machen, bevor die Zeit zu Ende ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe noch 20 Sekunden. Noch 20 Sekunden habe ich. Oh mein Gott, das schaffe ich nicht mehr. Ich mache es hier einen Schnitt. Mitten im Kampf. Ich glaube, oder? Ich pausiere jetzt hier im Moment. Achtung, Achtung, Achtung. Ich schaff's noch. Noch 10 Sekunden, sagt die Uhr. Noch 10 Sekunden. Und Schnitt. Bis gleich. Bye, bye.